Wir sind wieder zurück in der Aachen-Karriere. Ihr seht, ich habe ein neues Trikot an. Ich habe mal wieder ein paar Kommentare gelesen. Das hier wird die letzte Aufnahmesession sein, bevor ich nach Köln umziehe. Deswegen verzeiht mir, falls alles so ein bisschen verzögert ist. Ihr könnt, glaube ich, generell so Pi mal Daumen, wenn ihr bei Folge 5 oder sowas kommentiert. Bei Folge 8 habe ich es dann wahrscheinlich gelesen. Dementsprechend habe ich aber mal wieder ein paar neue Sachen auf die Transferliste gepackt. Denn eure Kommentare von Folge 4 und 5 müsste es, glaube ich, gewesen sein, oder 5 und 6, habe ich gelesen. Da war wieder einiges dabei und einiges können wir auch noch für die jetzige Transferphase verwenden. Die, wo jetzt noch ein Fragezeichen ist, sind wahrscheinlich dann die neuen, die aktuell noch gescoutet werden. Wir haben ja noch einen Monat Zeit. Aktuell ist, glaube ich, der 1. August, so Bruno Ogbus und so weiter und so fort. Die werden dann gescoutet. Wir können natürlich noch Benno Dietze als Verteidiger-Backup holen, aber auch da haben viele von euch auch geschrieben, oder ein, zwei zumindest, dass sie es begrüßen würden, wenn es eher neue Leute sind, und das sehe ich genauso. Also so zwischendurch, Sidi Sané hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal. Dass wir den dann holen, ist, glaube ich, in Ordnung. Aber ja, alles in allem würde ich sagen, lassen wir die Leute hier erstmal scouten. Viel Geld haben wir ja gerade sowieso nicht. Wir können natürlich wieder versuchen, mit einer Laie zu arbeiten. Hier Elongo Yombo unter anderem, da hätte ich Bock drauf, weil der uns ja einmal richtig krass abgeschossen hat. Müssen wir dann mal schauen. Wir simulieren jetzt erstmal ein bisschen weiter. Außerdem habe ich gelesen, was Derbys sind. Anscheinend sind nur der FC und, was war denn die zweite Mannschaft nochmal? Also der FC Köln und ich glaube Essen wird, glaube ich, von den Aachenern als Derby gesehen. Dementsprechend werden wir dann die natürlich auch selber spielen, sobald es dazu kommt. Wir simulieren jetzt mal gegen Fürth, war es, glaube ich, mit Jonen im Tor und Deal Biawek vorne, Aurier oder Ibrahimovic. Machen wir Ibrahimovic wieder. Die wechseln wir durch. Und ansonsten, die Simulationself ist wirklich top. Also das ist ein Zweitligateam in meinen Augen. Werden wir mal schauen, ob wir das gewinnen können. Ist auch auswärts, verlieren wir 2-0. Banse und Frank, ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, für uns ist jetzt ein gesicherter Mittelfeldplatz eigentlich das, wo wir hinwollen. Dann war Schalke, das spielen wir, glaube ich, selber. Da habe ich Bock drauf. Gleich mal rein, ob auch so ein paar... Warum wollen alle Heide haben? Heide spielt. Nein. Der geht nicht zu Eldense. Zweite spanische Liga kann auch bei uns bleiben. Scouting-Berichte werden aber aktualisiert. Ich glaube, da können wir auch jetzt schon mal kurz reinschauen, bevor wir gegen Schalke gehen. Angebot für Haidari, ne? Wir können bis 7 Millionen verlangen. Aber Cadiz hat halt safe nicht genug Geld. Also wenn die irgendwie 7 Millionen bezahlen, Leute, dann lassen wir den, glaube ich, ziehen. Aber das ist so viel Geld werden die nicht haben. Die werden jetzt direkt aufstehen und gehen. Ich möchte auch nicht den Spieler haben. 7 Millionen, letztes Wort. Alter, die nehmen 7 Millionen an. Oh mein Gott, okay. Da müssen wir auf jeden Fall... ich glaube, es ist nicht das Schlechteste, selbst wenn wir ihn verkaufen. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Wir spielen aber auf jeden Fall erstmal nochmal mit ihm. Ansonsten Mansambi statt Wädchen. Aurier spielt mal wieder von Anfang an. Biawek geht raus für Mörstedt. Und in der Innenverteidigung mal wieder Bulut statt Itter. Brauchen halt auch noch einen Außenverteidiger-Backup auf jeden Fall, ne? 100%. Heinz und Goden kommen dann wieder von der Bank rein, denke ich mal. Sieht gut aus. Gehen wir so rein gegen den FC Schalke 04, habe ich Bock drauf. Alter, und der Schiri scheint gefixt, er trägt wieder schwarz, wunderschön. Gucken wir mal. Schalke hat auch so unfassbar geile Trikots. Alanolu, auch Ex-Schalker natürlich, ne? Jetzt besonders viel Zunder bei ihm drauf. Vera ist auch sehr langsam. Bulut, auch Ex-Schalker. Zweiter auf Außen, kriegen ihn nicht gestellt. Nein. Ach, das war nicht gut. Das war von vorne bis hinten richtig schlecht verteidigt von mir. 0-1 Kenan Karaman. Gute Kombination. Da läuft Justin Diehl. Aber auch der ist nicht schnell genug für den Ball. Da müssen wir jetzt mal schauen. Also wir haben ja, glaube ich, schon 3 Punkte. Ich glaube, das Saisoneröffnungsspiel, das war das Pokalspiel, ne? Ich glaube, Saisoneröffnung haben wir noch gar nicht gespielt. Das war jetzt gegen Fürth und jetzt erst gegen Schalke. Brauchen natürlich, schön gemacht von Haidari, die Punkte. Was ist denn Deal über außen? Gegen Sanchez. Oh, Sanchez Fehler. Deal auf Mörstedt. Der hätte schießen wollen, aber der Ball kommt nicht an. Einzige Ding ist, Haidari 7 Millionen ist natürlich nice. Wir kriegen aber, glaube ich, halt nur 4 oder so auf das Transferbudget wahrscheinlich. Also brauchen wir einen Ersatz für ihn, einen neuen Innenverteidiger. Ich meine, da haben wir ja mit Itter eigentlich schon jemanden auf der linken Seite. Und dann ist halt die Frage, was wir mit dem Restgeld machen, ne? Vielleicht nochmal irgendwie... Auch einen Außenverteidiger wahrscheinlich. Vielleicht rückt dann Oliveira in die zweite Reihe, weil der nicht so richtig krass überzeugt hat. Der geht auch halt nicht gut hoch. Wieder gutes Tackling von Haidari. Mann, Sambi. Mensch. Das geht nicht gegen die Top-Teams der Liga. Und das ist ja Schalke eigentlich, in FIFA zumindest. Real Life ja leider nicht. Wird dann aber ausgetanzt.
Hier kommt der Ball dann doch durch. Ist das gut gespielt? Ist das gut gespielt? Ja, da hat dann der Wettkampfmodus mal wieder reingekickt. Ne? Ich glaube, der kickt halt sehr viel härter bei den guten Teams als bei den nicht so guten. Obwohl Elversberg ist auch nicht so schlecht eigentlich. Wir liegen 0-2 hinten gegen Schalke 04. Naja, aber die zweite Liga ist halt einfach ein anderes Pflaster. Ne? Das war uns auch im Vorhinein klar. Hier holt sich gut den Ball. Also der gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser als... hoher Ball. Ja, Stett legt den nochmal ab, aber wohin? Als Ibrahimovic. 0-2 zur Pause. Das würden wir auch nicht mehr aufholen. Hier geht es nur um Schadensbegrenzung, weil zwei Tore machen wir sehr, sehr selten. Zilla und Karaman haben schon getroffen. Wie kommt der da durch? Alter, was sind das für Kombinationen, Leute? Was ist so spielt Schalke 04 auf einmal. Was ist das? Was geht denn ab? Jeder Karaman, 3-0. Nee, komplett auseinandergenommen. Schalke spielt sich jetzt auch wieder schön den Ball hin und her. Die führen ja auch 3-0, ne? Der Klassiker. Wir haben 32% Ballbesitz. Das ist zu wenig. Das sind die dann aber auch einen echt schweren Stand da vorne drin. Wir wechseln auf jeden Fall mal. Wir bringen mal Kevin Gohn und Anton Heinz vorne. Kjell Wädchen für Mansambi, der wieder kein gutes Spiel gemacht hat. Und Ibrahimovic für Aurier. Ganz langer Ball. Der ist gut. Noch ist Justin Diehl auf dem Feld. Aber es läuft halt auch niemand mit, ne? Da kommt Jeo. Jeo. Okay. Nächstes Mal ein Abschluss. Mörstedt ist raus. Heißt kurze Ecke an den Pfosten zu Heo Jul. Ekerin hat den. Ist auch nochmal drin. 4-0. Also ich check halt nicht, wie die Schwierigkeit ist so fluide irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich hatte jetzt keine Chance. Ich habe mich ja wirklich konzentriert. Keine Chance in diesem Spiel. 4 Tore kassiert. Und manche anderen Spiele sind dann wieder so super easy. Das ist wirklich crazy. Da wieder Kevin Gohn, keine Schnitte. Ja, gutes Pressing. Vielleicht mal der lange Abschlag. Jojo gewinnt das Kopfball, aber halt auch nicht, ne? Und dann ist das Ganze, was wir halt vorne gemacht haben, draufpressen, komplett zunichte. Das ist wirklich krass. Also Schalke zwischendurch mal kurz aufgeht, ansonsten halt das ganze Spiel kontrolliert. Wir konnten wirklich gar nichts machen. Das war eine absolute Leerstunde. Holen uns doch mal den Einwurf. Nee, es wird abgepfiffen. 4-0, Leute. Das ist ein Desaster. Das geht natürlich gar nicht. Ich meine, auch wenn wir nur einen Mittelfeldplatz halt haben wollen, weiß ich nicht. Wir sind 18. aktuell. Ja, 0-6 Tore auch. Okay, ja, wir warten jetzt so ein bisschen auf Hajdari, ob das durchgeht oder nicht. Die Transferberichte lassen weiter so ein bisschen auf sich warten. Dann werden wir mal checken, ob das durchgeht. Sieht so aus, als würde es durchgehen, Leute. Wir kriegen richtig dickes Geld. Hajdari geht für 7 Millionen zu Cadiz. Sogar theoretisch noch mehr rausholen können. Wie viel Geld haben wir jetzt? Wir haben 7 Millionen. Okay, also haben wir so 6 davon bekommen ungefähr. Sogar nur 5,5. Heißt, wir brauchen einen neuen Innenverteidiger. Da haben wir natürlich einige am Start. Allen voran halt hier diesen Oko, ne? Den hätte ich, glaube ich, ganz gern. Tom Gahl könnte man auch holen. Ich glaube, ich hätte mehr Bock auf Oko. Noch Tobas, der ist aber auch nicht gut. Und ein kleiner Bekel mittlerweile bei CD Castellon unter Vertrag. Also ich glaube, am ehesten ist es Oko. 1,75 Millionen Euro. Freigabesumme natürlich nicht. 1,7 wäre doch sogar ein Schnapper, oder? 2,5 und orange Spannung. Nehmen wir an. Kein Bock, dass es wieder buggy wird. 2 Millionen Euro für einen fast 1:1 Ersatz von Hajdari ist, glaube ich, okay. Oko ist ein Jahr älter und 2 Gesamtstärken schlechter. Aber trotzdem ist das ganz gut. Da haben wir immer noch 5 Millionen, mit denen wir arbeiten können. Ich weiß nicht, ob der auch mal Rechtsfuß ist. Dann können wir nämlich das Ganze ein bisschen ummodeln. Der verdient 10.000 bei Salzburg. Hier verdient er 7,5. Ist das zu wenig? Er nimmt das sogar an. Also Leute, neuer IV ist am Start. Es ist Brian Oko von RB Salzburg. Brian natürlich mit Y. 2 Millionen Euro knapp zahlen wir rüber. Das ist durchaus in Ordnung. Hätten noch ein bisschen mehr sparen können, aber es ist okay. Auch natürlich trotzdem eigentlich noch einen Backup-Innenverteidiger. Oko ist auch Linksfuß. Alter, wir haben nur Linksfüße. Das ist auch crazy. Besserer Rechtsverteidiger eventuell. Wäre noch eine Idee. Generell bessere Außenverteidiger.
Und halt vielleicht noch einen Backup für innen. Wo wir haben noch Jabba. Bruno Opus hätte ich halt auch Bock, ne? Der kann, glaube ich, auch rechts, oder? Der kann nur innen aktuell. Hey Jungs, reiß dich mal ein bisschen zusammen hier, Mr. Scout. Warum braucht ihr denn so lang? Dann haben wir Pauli als nächstes. Oh, das wird auch schwer. Ist auch ein super Team. Die sind aktuell 13. Angebot für Heoyul. Von Pauli. Hm, wahrscheinlich. Kurz vorm Spiel wollen sie noch Heoyul kaufen, ne? Ja. Spielen wir das auch selber oder simulieren wir das? Ich glaube, die Simulation wird halt nicht gnädig zu uns sein, ne? Komm, wir simulieren es mal. Wir gehen mal mit Wätjen und Piotrowski rein. Und vorne Piałek, Deal, Jonen nochmal ins Tor. Das ist schon eigentlich ein Zweitligateam, oder? So, wir fast alle kratzen an der 70. Ich glaube, so schlecht ist es nicht. Wir haben halt einfach schlechte Form, ne? 2-0, Fabrizio, Doppelpack, auch spät. Ich glaube, es liegt halt auch viel an der Form, ne? Die ersten drei Spiele jetzt verloren. Dann haben wir Heidenheim. Gucken wir jetzt nochmal in die Scouting-Berichte rein. Rollenupdate für Itter, der hat seinen Vorstopper gelernt. Okay, die Leute sind gescoutet. Klar, Mokoko ist eher was für die Zukunft. Wir brauchen eigentlich AVs. Panthea, der sieht stark aus. Der hat 88, hat auch einen Playstyle. 88 Tempo auf der rechten Seite. Der wäre eigentlich nicht schlecht. Spencer hat auch gutes Tempo. Ist aber mehr wert und schlechter, weil er halt in der besseren Liga spielt. Terence Kudu, nicht so gutes Tempo, auch kein Playstyle. Also für rechts wäre ich schon bei Panthea. Und auf der linken Seite haben wir noch, stimmt, Ulrich. Den konnten wir aber halt nicht, weil er halt Rivalenverein ist. Oder diesen Harry Amass. Ich meine, wir haben halt auch noch Kerim, ne? Ansonsten hier Iran Kunda. Das dauert noch ein bisschen. Der hat halt einen goldenen Playstyle, ne? Vielleicht nächstes Jahr dann. Oder halt eine Laie. Iran Kunda-Laie. In die zweite Liga. Laie zum Kauf. 2 Jahre. Wir wollen nur ein Jahr. Wie viel verdient der denn? 13,5 und 5 Millionen Transfersumme. Das ist schon gut, ne? Aber die Frage ist, ob wir die uns die dann im nächsten Jahr überhaupt leisten können. Die Frage ist, ob wir die uns leisten können. Wir nehmen es mal an. Den würden wir halt zum Stürmer umtrainieren. Und dann vielleicht noch einen Rechtsverteidiger in Panthea. Auf den habe ich nämlich eigentlich auch Bock. 1,45 Millionen Euro. Dann gehen wir auch nochmal rein. Die Frage ist, ob wir uns Iran Kundas Kaufoption nächstes Jahr leisten können. Wir hatten jetzt 5 Millionen Transferbudget, da wir brauchen nächstes Jahr 5,5. Das nehmen sie sofort an. 1,45 Millionen mit einer kleinen Weiterverkaufsgebühr. Das ist okay. Also Panthea kriegen wir auch. Ich glaube, es war in Ordnung, Ajnari zu verkaufen. Dadurch haben wir so viel Qualität jetzt gewonnen. Wichtig, möchte Schlüsselspieler. Vertrag 5 Jahre. Wir können sogar noch wen dann holen. Will auch nicht viel Gehalt. Nehmen wir an. Nächster Transfer eingetütet, Leute. Alexandru Panthea auf Rechtsverteidiger kommt von Steaua Bucuresti. Übrigens auch Champions League-Sieger, der Verein. 1,45 Millionen Euro. Sollte ein guter Deal sein, haben wir das Maximum rausgeholt. Sehr nice. Ogbus hat nur eine 61. Ilongo Yombo, 67. Ogiwara wäre auch ein Linksverteidiger, ne? Den könnte man halt als Linksverteidiger-Backup noch holen. Kann auch LM spielen. Der ist schon 25, aber schlecht ist er auch nicht. Was sagt das Teammanagement? Also, Oliveira hat es gut gemacht, aber ich glaube, er rückt jetzt ins Backup. Weil Panthea ist deutlich besser. Oliveira kann beide Seiten, das ist gut für uns. Dann wird wahrscheinlich Heister eher wenig Spielzeit bekommen, weil dann Oliveira immer reinkommen wird. Panthea ist nochmal ein dickes Upgrade auf rechts, 100%. Also ist mit der beste Spieler in der Elf jetzt auf einmal. Und die Frage ist halt dann, Dejan Budut geht halt nicht hoch, ne? Ich hätte den gerne mit nach oben gezogen. Die Frage ist halt jetzt auch, kommt Iran Kunda, ne? Weil dann haben wir halt auch langsam für Goden und Heinz, weil dann haben wir zwei schnelle Iran Kunda und Deal. Ist halt dann die Frage, was wir dann mit denen machen. Trowski in der Mitte. Aktuell haben wir nur Jabba und Budut in der Innenverteidigung. Da könnte man auch überlegen, ob man noch jemanden holt. Oder halt links, ne? Oder halt links. Wir warten mal ab, ob Iran Kunda kommt. Haben jetzt erstmal Heidenheim, das spielen wir nochmal selber. Dann Sambi und Wätjen. Probieren Panthea aus. Und vorne mal Deal Białek. Mörschel hat es nicht so gut gemacht. Der kommt dann später rein, denke ich mal. Wir machen Yeo und Mansambi. Wir müssen halt die, wir müssen die Leute pushen, die niedriges Rating haben, glaube ich. Wir machen auch mal Oliveira auf Linksverteidiger statt Çalhanoğlu. Wir müssen die Leute pushen, die niedriges Rating haben. Das ist halt das Ding. Wir gehen rein. Schiri trägt natürlich gelb. Oder so rosé-gelb. Mir ist da gerade noch aufgefallen, wenn jetzt Iran Kunda wirklich kommt, dann haben wir natürlich auch echt 4, 5 Leute, deren Kaufoption wir theoretisch noch ziehen müssen. Da müssen wir uns wirklich überlegen, was wir da machen. Ich glaube, Mansambi haben wir ja schon gezogen. Dann nehmen wir vielleicht das verbleibende Geld, anstatt jetzt noch einen neuen Spieler zu holen. Was ist denn Deal? Mal mit ein bisschen Platz, schade. Um halt die Kaufoption schon mal zu ziehen. Weil sonst wird das, glaube ich, ein bisschen knape alles. Heoyul. Wow. Stark gehalten vom Keeper. Probieren wir direkt nochmal. Ja, diesmal kommt er nicht dran. Bin gespannt, wie sich Panthea spielt.
Oliveira hat mir schon eigentlich okay gefallen, aber das Problem ist halt, er hat sich halt leider irgendwie gar nicht weiterentwickelt in dem einen Jahr. Ich glaube, er ist irgendwie 2 hochgegangen oder so. Und gerade auch für die Simulation, da hat er ja auch gespielt, brauchen wir auf jeden Fall jemanden, der in Richtung 70 halt geht für die zweite Liga. Das haben wir jetzt mit Pantea gefunden. Komm, Ansami, hol dir den Ball. Ah, schade. Das wäre ein guter Ballgewinn eigentlich gewesen. Und Oliveira ist ja immer noch gut als Backup. Der kann immer noch beide Seiten. Boah, das war schwierig. Oko ist natürlich auch neu drin. Mit der 4, das ist auch eine geile Nummer. Die Nummer müssen wir auch noch machen. Machen wir am Ende der Transferphase, wenn wir wissen, wer kommt und wer nicht. Schön. Kein Foul. Von Pantea. Gut gemacht. Ah, der Ball, die Idee. Hinten hat sich Diel abgesetzt. Aber das ist zu wenig. Schöner Pass in die Spitze. Diel hat halt keinen Körper, ne? Das wird halt bei Iran Kunda dann genau das Problem auch sein, wenn er denn kommen möchte. Aber wir hatten jetzt noch auch keine Leihe, die abgelehnt wurde, ne? Mal, wie hier getrickst wird, nicht mit Oko. Oh nein, Oko hat verkackt. Jojol macht die Seite dicht. Gut gemacht. Aber wie die jetzt auf einmal hier rum... Was ist das? Warum tricksen die auf einmal so rum? Er hat natürlich auch ein gutes Team, ne? Hat letztes Jahr noch Bundesliga gespielt. Schöne Idee. Und da bleibt Mansambi am Ende. Mansambi! 1-0. Ja, wir müssen einfach mehr den Ball zirkulieren lassen. Ich bin manchmal zu hektisch nach vorne. Da hat man es jetzt gesehen. Es war eine lange Staffette. Am Ende ist Mansambi frei. Schöner Powershot. Mit seinen 39 Weitschüssen. 107 km/h. Sehr, sehr stark. Sind wir vorne gegen Heidenheim. 1-0. Okay, wir gehen mit dem 1-0 in die Pause. Sonst ist nicht mehr viel passiert in der ersten Halbzeit. Aber muss ja auch nicht, weil das Gute ist, jetzt muss halt Heidenheim natürlich kommen, ne? Und nicht wir. Die können sich jetzt natürlich nicht die ganze Zeit den Ball hin und her schieben, weil sie halt nicht vorne liegen, ne? Auf Oliveira, der sieht nochmal Mansambi. Aurier, da ist Bjauek. Bleibt dran. Schön, Fehler. Und da ist jetzt Diel mal frei. Justin Diel. Das ist der Deal. 2-0. So müssen wir das machen. Wir müssen einfach geduldig bleiben, auf die Fehler der Gegner lauern, dann schnell umschalten. Und dann haben wir mit Justin Deal einfach jemanden vorne, der neben dem Wandspieler Bjauek das sehr, sehr gut macht. 2-0. Wir wechseln auf jeden Fall mal. Können natürlich Leuten Spielzeit geben, die sonst nicht so viel Spielzeit bekommen. Nämlich Kevin Gooden vorne rein. Aurier geht raus für Ibrahimovic. Max Mörstedt neben Kevin Gooden. Heoyul weicht mal für Gianluca Itter. Jabba nochmal für Bulut. Die kommen dann bei der nächsten Unterbrechung rein. Da ist fast der nächste Fehler. Wichtig, dass wir uns jetzt hier mal 3 Punkte holen, ne? Auch für den Spirit, für die Simulation eventuell natürlich auch. Also ich sag 3 Punkte, ne? Noch ist nichts vorbei. Aber so zaghaft wie Heidenheim hier spielt, never mind, das ist sehr, sehr stark. Niklas Dorsch kombiniert sich da gut durch auf außen. Ist viel Platz, Oliveira ist aber da. Haben wir ein bisschen aufgemacht. Schöner Ball, aber damit kriegst du den Konstantin nicht. Gute Grätsche von Mansambi. Aber der passt dann nicht so geil. War vorher ein Foul von mir? Ne, vom Heidenheimer. Mansambi auf Oliveira. In der Mitte winkt Max Mörstedt. Max Mörstedt. Schade. Someday, Leute. Someday. Mit seiner 63, Alter. Viel Mittelfeldgeplänke, ne? Jungs, aber ihr müsst nach vorne, wenn ihr gewinnen wollt. Also so ist es nicht. Könnt euch da hinten den Ball umschieben. Ich meine, wir stehen natürlich auch mit Fünferkette gut. Guter Ball. Kevin Gooden auf Mörstedt. Aber das meine ich mit Ruhe, ne? Also einfach gucken und auch jetzt gern nochmal umdrehen. Wenn man dann zu gierig ist, geht man vielleicht vorbei. Da ist Ibrahimovic, der ein bisschen Platz bekommt. Guter Abschluss. Alter, wie langsam Mörstedt ist, ne? Das ist so crazy. Ja, aber ich bin sehr zufrieden. Ein souveränes Spiel von uns. Wir haben nach vorne halt eigentlich nichts zugelassen von Heidenheim. Ey, Leute. Easy, ich bin sehr zufrieden. Super Spiel von uns gegen die Heidenheimer. 2-0 gewinnen wir das Ganze. Damit rücken wir in der Tabelle zumindest mal vom letzten Platz runter. Da sind jetzt Braunschweig und Wien Wiesbaden, die sich da duellieren. Fürs Torverhältnis haben wir auch ein bisschen was getan, haben wir Magdeburg. Angebot für Jonen, wie gesagt, ne? Vom HSV. Jonen bleibt natürlich ein Aachener. Nachricht von Kiel Wädchen, der möchte wahrscheinlich spielen. Und das ist Iran Kunda, der ankommt. Es hat geklappt, Leute. Es hat geklappt. Ne, Story Iran Kunda. Der ist natürlich schon sehr stark. 94 Tempo, hat auch einen goldenen Spielstil. Wir trainieren den direkt mal auf Stürmer.
ist auch mittlerweile nochmal eins hochgegangen. Ich glaube, wir werden dann wahrscheinlich, was trainieren wir ihn? Er muss halt mehr Abschluss kriegen, ne? Innensturmprofi. Er kann noch gar nicht Stürmer, wir müssen ihn, glaube ich, zum Stürmer erstmal umtrainieren. Kann man das? 4 Wochen. Wir trainieren ihn zum Stürmer um. Und dann müssen wir wahrscheinlich jetzt das Restgeld, was wir haben, für die Leute verwenden, die geliehen sind. Also Jeo, Bjauek, Mörstedt. Am ehesten Jeo, weil der gefällt mir eigentlich ziemlich gut. 900.000. Also wahrscheinlich entscheidet er sich dann am Ende der Saison für Iran Kunda oder Mörstedt, weil wir uns nicht beide leisten können. Das ist ja auch okay. Jeo würde ich trotzdem jetzt schon ziehen, oder? Und Mörstedt ist halt dann die Frage. Ich glaube, wir ziehen Jeo jetzt. Wir werden nächste Saison nicht genug Geld haben, das alles zu machen. Wichtig, Vertrag 5 Jahre, eine Freigabesumme. Was verdient der? 7,5. Wundervoll. Jeo ist Teil unseres Teams. Ich finde es schade, dass man nicht sehen kann, wie hoch die Kaufoptionen wirklich sind. Also bei Bjauek steht nur, wir haben nicht genug Geld. Wir haben auch wieder viele Transfers gemacht, ne? Ich weiß nicht, was wir noch verkaufen können, um ihm halt gerecht zu werden, ne? Vielleicht verkaufen wir jemanden im Winter. Wir müssen mal schauen. Wie hoch ist Mörstedts Kaufoption? 650. Die hätten wir tatsächlich auch noch. Aber ich glaube, wir warten erstmal, weil Bjauek wäre wahrscheinlich wichtiger, weil Bjauek ist halt 2,5 wert. Obwohl ich Mörstedt schon cool finde, aber den könnten wir theoretisch einfach gehen lassen und nochmal holen. Weil wie viel ist der wert? 1 Million? Ja, eine. Also das ist auch nicht so das Problem. Müssen wir dann mal schauen. Heißt, an Transfers war es das wahrscheinlich aber für diese Transferphase, denke ich mal. Haben dann Magdeburg. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir das in der Simulation hinkriegen können, ne? Vielleicht wäre das ja mal eine Idee. Weil das ist doch ein Team, was auch mal sowas gewinnen kann, oder? Können nochmal Piotrowski reinnehmen für Jeo. Wir da unsere Doppel-6 gut ausgestattet haben. Wir haben jetzt auch das letzte Spiel gewonnen. Vielleicht nimmt die Simulation mal den Schwung mit. 2-1, ey. Ibrahimovic trifft Michel in der 89. Michel. Come on. Es wird schwierig sein, Leute. Es wird schwierig sein. Ein Angebot für Heide. Warum kriegen wir so viel von Sheffield Wednesday, Alter? So viele Angebote für Heide. Wir blocken auch mal die Angebote. Der bleibt auf jeden Fall. Herr Wädchen, du bekommst deine Chance. Du spielst auf jeden Fall. Mein Sohn. Deadline Day ist also vorbei. Angebote kamen auch keine mehr rein. Bjauek ist bei der Nationalmannschaft. Das freut mich für dich, Bartosz. Schön, dass du es bis zur polnischen Nazio geschafft hast. Und dann spielen wir gegen Kofels Darmstadt. Ja, ich glaube, das spielen wir dann nochmal selber zum Abschluss der Folge. Machen aber vorher natürlich nochmal die Nummern einmal fertig. Von unseren Neuzugängen. Iran Kunda, dem würde ich gerne die 7 geben. Was hat denn der? Die 18. Wer hat gerade die 7? Jakub Piotrowski. Ja, tschüss. Panthea, was hatte der? Der hat die 5, finde ich eigentlich ganz geil für einen AV. Gianluca Itza hatte, glaube ich, die 4, ne? Die 17. Okay, vielleicht kriegt er lieber die 5. Was hat ein Panthea im Real Life? Gucke ich mal gerade nach. Die 28, sage ich auch eine ganz coole Nummer. Kriegt er auch. Justin Deal, was hat der? Den sehe ich auf der 10 oder auf der 11. Die 11 hat Kevin Godin. Die 10 hat Anis Bakkat. Dann nehmen wir eben Anis Bakkat die 10 weg. Dann kann Kevin Godin seine 11 behalten. Brian Oko, der hat jetzt die 4, das ist auch gut. Und Aurier. Was hat der? Die 8. Finde ich auch nicht so schlecht. Die 8 ist eigentlich eher Jeo. Wir lassen auch hier mal auf der 8. Und ansonsten, unsere Verliehenen machen sich irgendwie nur so semi-gut, ne? Können Börtner und Bakker auch nochmal auf die Leihliste machen. Ich würde sagen, wir gehen rein gegen den SV in Darmstadt. Spiel mit der vollen Kapelle. Eta geht aber nochmal raus für Bulut. Und Mansambi wieder rein, Leute. Ich liebe Mansambi. Auch hier auf der 10. Vorne Bjauek Deal. Ja, ich habe halt meine 11. Ah ne, Iran Kunda ist ja da. Iran Kunda ist ja da. Dann machen wir mal Iran Kunda. Machen wir mal mit Doppelschnellsturm spielen. Probieren wir das mal aus. Der hat halt auch echt geile. Der hat halt Power Shot Trade auch. Nice. Nicht das Goldene, aber es ist unser erster mit einem goldenen Spielstil. 94 Tempo, Junge, Junge. Wir gehen einfach mal rein, probieren das Ganze mal aus. Müssen wir, glaube ich, für die nächste Karriere echt mal aufschreiben, wer von euch immer die Transfers reingeschickt hat, dass ich dann sagen kann, ey, Iran Kunda haben wir geholt, weil Johannes hat ihn reingeschrieben oder so. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Alle für euch. Gucken mal, wie dieser Doppelsturm aus Deal Iran Kunda jetzt hier gegen Flokos Darmstadt funktioniert. Jas Kempe mit dem direkten Freistoß. Der ist sogar relativ gefährlich, aber wir haben einiges an Platz vorne. Deal legt nochmal ab. Oben läuft Panthea mit. Ja, schlechte Ballmitnahme. Schön, Çalhanoğlu hat den Ball. Da gibt es eine Karambolage. Heyo Jul, bisschen zu viel gestochert. Nächster Freistoß. Wieder Kempe, diesmal flankt er. Und das ist vielleicht ein kleiner Rückpass. Langer Abwurf auf Kjellwetchen. Da ist erstmal Iran Kunda. Er macht es gut, nimmt Aurier mit. Deal bleibt hinter der Abseitslinie. Er muss eigentlich rein. Leider nur gelb getimed und nicht. Ah, seht ihr, wie schnell der Mann ist?
diesem Rocket Trade. Es ist geil. Aber ich finde es auch ganz cool, so einen Mix zu haben, ne? Dass wir halt so ein paar, klar, ich weiß auch, dass Iran Kunde eins der besten Talente im Weltfußball ist, was FIFA Potential angeht. Ich habe einfach Bock auf den. Und schön Mansambi, Deal. Aber ich finde, wir haben trotzdem eine ganz gute, ah, das war nicht gut, eine ganz gute Balance, ne? Wir haben natürlich jetzt super viele junge Spieler geholt, junge Talente, aber halt so ein paar Leute auch dazwischen, wie so Gianluca Itta oder so, die einfach für die, oder Piotrowski, Jonen und so weiter und so fort, die halt für die Teambalance da sind, die für die Simulation, jetzt muss ich mal kurz einmal aufpassen, dass ich hier wieder durchgetrickst wird. Jungs, ich raste aus, ne, wirklich. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aurier. Auf Deal. Justin Deal. Was eine Bewegung. Justin Deal. Na, Abschluss, da muss er noch dran arbeiten. Maschou natürlich auch ein guter Keeper. Jan Kunda geht mit zurück, holt sich den Ball. Tief in der eigenen Hälfte, bekommt ihn wieder. Und dann so ein Käsepass, ja. Komm, Oko, hast du, schön. Als Deal auf Iran, nee, Iran Kunde auf Deal, aber auch der Abschluss, der ist wieder nicht gut. Der ist wieder nicht gut. Diesmal kein Abseits, Deal. Alter, der Mann, der kann einfach keine Volleys, wirklich, ne? Justin Deal, ist wie Real Life, ne? Dribbeln und laufen kann er, aber abschließen kann er nicht. Çalhanoğlu, ja, 0-0 zur Pause. Und natürlich weiter in der zweiten Hälfte. Aurier mit einer guten Idee. Holt sich da den Ball. Also der arbeitet auch defensiv extrem viel mit. Das finde ich gut. Also aktuell hat Aurier auf jeden Fall schön. Die Nase vor Ibrahimovic. Der natürlich auch ein Verkaufskandidat wäre. Das Ding ist, wir haben aber natürlich jetzt der Mansambi. Und da läuft Deal durch. Justin Deal. Schade. Natürlich jetzt mit Gaudino den zweiten Zehner verkauft. Da ist auch Rier mal aus der zweiten Reihe. Grün getimed, geblockt. Ist gerade so ein Mini-Powerplay von uns. Aber auf der 10 haben wir unsere Wunschlösung noch nicht gefunden. Bin mal gespannt, wie gut jetzt auch Rier hochgeht. Ich hoffe, dass der halt so in der Saison schon die an die 70 kratzt. Jetzt eine 64. Das ist schön gespielt. Ist auch gut verteidigt. Da ist Liedberg. Der Powershot geblockt von Heoyul. Jetzt vielleicht der Konter. Iran Kunda könnte laufen. Stattdessen macht Deal alleine. Justin Deal. Immer noch Justin Deal. Immer noch Justin Deal. Justin Deal mit dem Außenriss. Endlich. Nach dem fünften Schussversuch trifft er dann auch mal. 1-0. Justin Deal. Sehr, sehr schön. Wir gehen dann direkt eher auf defensiv. Das ist halt wirklich hart, Leute, ne? Also ich will hier gewinnen. Wir müssen hier jedes Tool, was wir bekommen können, auch nutzen. Schwacher Ball von Oliveira. Nee, es war Kerim, nicht Oliveira. Aurier, schön. Iran Kunda. Bleibt hängen. Der ist noch nicht so richtig drin im Spiel. Der Mansambi auf Außen zu Pantea. Da ist Iran Kunda. Schade. Ball geklärt. Aurier. Ah, R1-Schuss kommt nicht. Kunda dazwischen. Das Geile ist halt auch mit Iran Kunda, wie gut man halt pressen kann. Ne? Ich würde auch gerne nochmal wechseln. Oh, schöner Ballgewinn. Pantea. Iran Kunda. Zu Deal. Nimmt den runter. Justin Deal, aber wieder kein guter Abschluss. Wechseln einfach jetzt schon mal, auch wenn noch keine Unterbrechung ist. Iran Kunda hat es gut gemacht. Trotzdem machen wir mal Mörstedt und Heinz vorne rein. Ansonsten Oliveira für Çalhanoğlu, Yeo für Vetien und Ibrahimovic auf der 10. Nein, der Fehler. Werden dort ausgetanzt. Das ist halt das Ding. Ne? Hätten wir da nicht 5 Verteidiger, wären wir halt safe. Raus gewesen. Guter Ball. Runter in Richtung Iran Kunda. Ist halt schnell, aber hat keine Ausdauer mehr. Deswegen warten wir nochmal ab. Iran Kunda. Schwacher Pass. Guter Ball in Richtung Justin Deal. Er kommt sogar vorbei. Das ist auf jeden Fall eine rote Karte. Nicht mal, ist nicht mal ein Foul oder was? Also nicht mal eine gelbe. Er wird von hinten umgetreten. Hat nicht mal den Ball erwischt. Magliza, Junge. Mörstedt ist drin, ne? Er kommt sogar auf seinen Kopf.
Und er landet bei Heoyul. Schade. Antea nochmal. Über außen. In der Mitte winkt Heinz. Heinz, Anton Heinz, grün getimt. Den kann man auch mal machen. Ich würde fast sagen, den muss man eigentlich machen. Egal. Wir gewinnen das Ganze mit 1-0. Kleiner sweaty Sieg, aber nehmen wir trotzdem mit. Damit rutschen wir in der Tabelle auf Platz Nummer 12. Das sieht doch, 14, ich kann nicht lesen. Sieht doch schon mal ganz gut aus. 2 Siege, 4 Niederlagen, kein Unentschieden. Das ist in Ordnung. Vorneweg Schalke und Pauli, gegen die haben wir halt verloren. Ne? Also das kann man natürlich gerne mal machen. Ich finde, Mannschaft sieht eigentlich ganz gut aus. Ich bin relativ zufrieden mit der Transferphase. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt fein fandet, Iran Kunderzone oder nicht. Ich glaube, es ist total in Ordnung. Und Justin Deal vorne, der macht ordentlich Betrieb. Frage ist halt, Białek oder Iran Kunda. Ich glaube, wir können uns langfristig nicht beide leisten. Müssen wir dann mal schauen. Und ich weiß auch nicht, was mit Heoyuls Ausdauer ist, ne? Wirklich. Also der ist nach jedem Spiel komplett nackt. Keiner weiß. Naja. Ansonsten hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da und schreibt einen lieben Kommentar. Und wir sehen uns bei der nächsten. Ciao, ciao.